Und damit herzlich willkommen im Fitnessbereich von Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Hier müssen wir Gewichte draufbringen, damit wir da hinten an irgendwas drankommen. Herzlich willkommen erstmal zurück. In der letzten Folge sind ja spannende Dinge passiert. Wohin hat König Buhu die Gemälde gebracht? Wir wissen es nicht. Okay, erstmal krasse Musik und dann das. Warte. Kann ich... Das macht physikalisch keinen... Guys. Physikalisch macht das keinen Sinn. Weil Luigi ja sowieso in uns drinne ist und deswegen ja. Aber ich kannte das Secret noch von meinem letzten Playthrough. Deswegen... Oh, jetzt müssen wir aber ans Telefon. Ja, hallo? Auf Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Kanal 3. Das wird sich auf jeden Fall gemerkt. Das ist sus. Das ist sus. Kanal 3 für den Trainingsraum. Was ist denn der Trainingsraum? Jetzt muss ich aber gucken hier. Oh, ich kenne die noch. Doch. Hier. Hier Kanal 3 ist irgendwie... Das ist aber schon alles das erste Mal, dass das Telefon mit uns geredet hat. Ja, komm, also das war schon sus. Das auch? Wo geht's hier hin? Nach hier unten? Ja, der Pfeil, der zeigt obviously irgendwo hin. Und das tut er zu dieser kleinen, wunderbaren Truhe, in der sich ultimativ viele Perlen befinden. 32.000, damit kann man leben. So, hier ist die Tür versperrt, habe ich gesehen. Oh, ein Schwimmbecken. Okay, okay. Vielleicht soll uns das auch dieses Bild da vorne sagen. Wo der Pfeil ursprünglich hier gezeigt hat. Okay. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ein größeres Level ist oder ein kleineres. Wir werden sehen. Wir brauchen einen Key. Okay. Oder bin ja ich? Oi, 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 oi. Eins, zwei, drei. Hä, von was? Von was wurde ich denn bitte getroffen? So. Ja, let's go. Let's go. Habe ich beide. Man kann den Tisch kaputt machen. No way. Man kann den Tisch kaputt machen. Gibt es dafür irgendwas, wenn man den Tisch kaputt macht? Weil der Tisch ist halt schon sus. No wetten. Man kriegt ein Juwel dafür. Aber wie, da muss ich ihn ja jetzt immer noch irgendwie kaputt kriegen. Oh, das hätte ich mir tatsächlich vorstellen können, dass man dafür irgendwas bekommt. Wie ich nur noch auf Juwelensuche bin, ist der Wahnsinn. Ne, wir gehen jetzt weiter. Auf ganz entspannt hier. Ne, Skip. Kennen wir. Ich möchte mich nicht mit dir anlegen. Ich komme in Frieden. Oh, jetzt muss ich die raus öffnen. Umwerfen. Ach so. Habe ich da was Rotes gesehen? Habe ich das richtig gesehen? Ah, ein kleiner Roter. Ja, easy, komm. Ja, der war hier. Noch einer? Nee? Ja, let's go. Ich würde sagen, wir werfen alle Spinde um, weil da könnte sich ja immer was dahinter befinden. Und wham. Das ist auch noch sus hier. Imagine, wenn wir alle machen, kriegen wir ein Juwel dafür. Ich kann mich nicht bewegen. Weird. Nee.
Da kann ich irgendwo drauf schießen mit. Auf den Spiegel. Auf den Pfeil nochmal? Nee. Hier, der Boden ist sass. Da kann Guigi runter. Aha. Das sieht man immer, wenn der Teppich gewellt ist, dann weißt du immer, da geht's irgendwie runter. Hier geht's nochmal rein. Ein bisschen Geld. Warum nicht? Hä? Keine Ahnung. Hä? Luigi! Let's go! Let's go! Let's go, Geld! Verstehe ich nicht ganz, aber glaube ich, habe ich richtig gemacht. Na, oh, der ist fast disappeared. Ja gut, da sind jetzt noch welche, aber ob ich die benutze, weiß ich nicht. Der Boxhandschuh ist trotzdem sus. Egal, holen wir Luigi zurück. Bisschen hier mit umgucken. Teppich zurückrollen, Geld einsammeln. Ne, wir gehen erst nach links. Ah, da oben wäre sowieso zu gewesen. Okay. Der wirft hier drauf, vielleicht bricht das irgendwann. Hallo, hallo, hallo. Nee, der wirft immer auf die Stelle, sehe ich das richtig? Was muss ich denn hier machen? Hallo? Hä? Weird. Ah! Er muss ihn hier treffen. Das heißt, ich muss ihn ja nochmal dahin lenken. Ja. Let's go. Oh ja, 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 komm her. Wunderbar. Bisschen zappeln lassen. Auf wie... 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Let's go. Wir haben es geschafft, nach 500 Stunden einen Wüterich heißen, die im ersten Anlauf zu besiegen. Ich muss mit dem Boxsack hier draufhauen. Das bringt mir was. Nein. Boxhandschuhe sind fies. Was visiert er da oben an? Nichts. Hier haben wir eine Treppe. Das sieht man auf der Minimap. Ah, da müssen wir safe auf beiden Seiten ziehen. Ha, ich als jemand, der regelmäßig einmal die Woche ins Gym geht, weil das im Schulsport so ist, kenne mich damit aus und weiß natürlich, dass man das auf beiden Seiten machen muss. Hier ist eine Waage. Okay. Ich werfe erstmal das Geld. Hallo? E-Beams da. Jo, ganz viele Goldspinnen. Die geben halt mehr, gell? Ja, auch noch ein bisschen Geld. Wunderbar. Gibt's hier noch was? Ich finde die Boxhandschuhe halt immer mega sus. Okay. Hier in dem Raum hätte man doch jetzt ein Juwel packen können. Irgendwas mit dem Boxhandschuh. Das ist doch dieser Fitnessraum hier. Cool. Oh, ich kann aber interagieren mit. Oh, ich muss gegenlaufen. Oh, oh, ja, ja, ja. Let's go. Ich muss das bei allen machen, oder? Okay, let's go. Und... Jawohl! Das hat mir gar nichts gebracht. Und hier auch nochmal. Komm. Zack, 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 zack. Komm, Luigi, wir schaffen das. Ein Schlüssel? Oh yeah. Oh yeah. Ich hab mit dem Juwel gerechnet. Aber das ist auch okay. Kann ich mit denen hier auch interagieren? Nein? Schade. Hier ist ein Radio. Eins.
2. 3. 3. Das war's wirklich. Können wir bitte ganz kurz appreciaten, dass diese Nachricht von ganz am Anfang wirklich real ist? Hä? Wie viele Geister einfach? Nee, das... Geist 7-mal hintereinander auf den Boden geschleudert. Hatten wir das Achievement nicht schon? Oh, jetzt habe ich das Juwel eingesammelt. Das sind 2 Geldgeister? Ich dachte, wir hätten einen schon besiegt. Sick. Nee, hier ganz entspannt warten. So. 1, 2. Wham. Finde ich gut. Aber ich wollte jetzt noch die lyrischen, musikalischen Dinger von Kanal 4 hören. Steppen wir doch mal hier durch. Was ist das hier? Okay, hier kommen wir irgendwie hin. Wenn war's. Was soll mir dieser Spiegel eigentlich sagen? Ich muss das hier einrollen. Warte, warte, warte. Sagt ihr mir das überall oder ist das, interpretiere ich das falsch? Hier muss beides auf sein und hier muss das obere eingerollt sein. So. Hat das was gebracht? Let's go. Ich bin so krass heute schon wieder, Guys. Dafür könnt ihr doch alle mal einen wunderbaren Like da lassen. Das wäre zu nett. Das unterstützt mich, weil die Luigi's Mansion Videos, die Let's Plays an sich, werden meistens nicht so geklickt. Deswegen freue ich mich über... über jeden wunderbaren Like, den ihr da lasst. Das wäre super lieb. Wenn ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Hier geht's noch weiter? Nee. Oh nee, jetzt muss ich mich hier so... Nein, wenn man da runterfällt, das überlebt man. Das sind Videospiele. Und Luigi, du fällst erst runter, wenn du nach unten guckst. Sonst schwebst du in der Luft. Man kann auch nach da oben rechts. Also, weiß ich nicht, aber sieht so aus. Nee, nur Geld. Okay. Hätte sein können, dass da ja auch ein Juwel ist. Haben wir jetzt überhaupt ein Juwel dafür bekommen? Weiß es nicht. Soll ich jetzt einfach weitergehen oder wie? Ich... Ja. Okay, wir haben hier ein paar versteckte Geisterinos. Schnell, 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 schnell. 1, 2, 3. Ne, die sind hier vorne. Ja. Das waren alle? Easy, hier ist ein unsichtbarer Geldsack, habe ich gerade gesehen. Wo? Hier. Let's go. Wenn man in dem Spiegel sieht, sieht man ja alles Unsichtbare. Wie cool. Warum man im Spiegel unsichtbare Dinge sehen kann... Reden wir nicht drüber, ist halt so. So, jetzt steppen wir doch mal hier durch. Schauen, was sich hier hinten befindet. Ach, wir haben einen Schlüssel bekommen. Das sind auch wieder Geister. Ich muss bestimmt erst die Duschen abdrehen. Weil wenn man die Duschen abdreht, verschwindet der Dampf. Und dann kann man... die Geister angreifen. Das ist meine These. Das ist meine These. Und die bestätigt sich jetzt auch. Ja. Let's go. Wo ist er? Ich will ihn treffen. Wunderbar. Lecker Geister zum Frühstück. Wada Wang. Woher kommt er jetzt? Ich dachte, ich hätte ihn besiegt. Ach, er spawnt einfach nochmal 100 extra Geister, natürlich. Natürlich tut er das. Ah, 3 Geister auf einmal. Unangenehm. Das waren alle?
Nein, waren es nicht. Du fehlst noch. Hier ist er. Und du scheinbar auch. Ich dachte schon, das waren alle, weil wir haben so 10.000 auf einmal besiegt gehabt. Ich bin gesprungen eigentlich in dem Moment, wo er das gemacht hat. Aber ist okay. Zack, zack, zack. Luigi vor allen Dingen. Luigi können wir nach hier unten schicken. Und ich glaube, das sollten wir tun. Ich sehe wieder so einen Goldfisch, den ihr, glaube ich, nicht seht, weil ich davor sitze. Oh. Achso. That was easy. Uns fehlen noch drei und wir haben nur noch einen Raum. Wir haben auf jeden Fall ein paar verpasst. Die ich natürlich nachholen werde. Auf der linken Seite wird dann hoffentlich nicht sein. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Ich würde sagen, wir steppen jetzt erstmal zum Boss. Es ist mal wieder eines der schwereren Bosse. Die ich nicht ganz so. Aber das ist okay. Aber immerhin weiß ich, wie es geht. Ich verstecke mich hier hinten erstmal. Ich bräuchte einen Ball, Herr Kollege. Nee, der war komplett daneben. Oh, ich krieg den Ball. Oh, die Tafel geht kaputt hier. Oh, ich habe nur begrenzt Zeit. Er hat sich geduckt. Was ein Gnom. Oh, er wirft, er wirft. Ja, das ist gar nicht gut. Aber ich kann jetzt meine Zeit dafür nutzen, das Wasser abzudrehen. Schnell, 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 er lebt gleich wieder. Bitte, 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 hallo, hallo, hallo. Ist das sein Ernst? Auf die letzten 2 Sekunden. Das ist Scam. Das ist kompletter Betrug. Guys, wir haben es auf Kamera. Ist das nicht schön? Oh, ich mach's ganz schlau. Ne, wobei, wir müssen ja eh eine Runde warten. Ei, das ist... Also, das ist unfair. Des Todes, wirklich. Ich stehe schon dahinter, oder? Ich hoffe. So, komm her, Ball. So, jetzt aber, komm. Bitte, let's go. Schneller, 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 schneller. Ah, das war jetzt kompletter Scam, meiner Meinung nach. Let's go! Einer der Bosse, die ich auch extrem hasse. Wunderbar. So viel ich weiß, müssen wir zu ihm hinunter und kämpfen dann gegen ihn. Warte, wir nehmen nochmal einen Ball und schießen ihn damit ab. Ja, ja, okay. Nein, das war's nicht. Oh, lol. Ich glaube, wenn er sich daraus befreit, ist nicht gut. Oh, wir müssen ihm die Brille absaugen. Und dann... 1, 2, 3 und wham!
Ist das nicht wundervoll und super schnell gegangen? Das freut mich. So. Ich würde sagen, wir holen gerade noch fehlende Juwelen nach. Und öffnen erstmal hier den Durchgang. Der war uns ja vorher blockiert. Deswegen, ja. So. Hier drinne gibt es eine unsichtbare Glocke. Und wenn man die viel zu oft läutet. Ich wollte gerade wieder gehen und mich beschweren, dass das nicht funktioniert. Achso, jetzt kommt der. Ah, nee, wir sind zu weit weg. So, jetzt aber hier, komm her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. So. Und der nächste, ihr glaubt es mir nicht. Also wirklich, ist schon wieder unfassbar gescriptet. Das, was ich vorher getan habe, nur halt richtig gezielt dabei. Ja. Darin befindet sich nämlich ein weiteres Juwel. Und das letzte ist tatsächlich auch direkt wieder hier. Und zwar irgendwo hier. Wo? Ah, man sieht's hinten im Spiegel. Ja gut, also come on. So. Hallo? Und da ist es drin? Nein. Hallo, ich wurde betrogen. Was ist das denn? Ach so, hier. Oh. Ja, lost. Aber jetzt müssen wir wieder nach hier hinten. Beziehungsweise sogar nach vorne, denn hierdurch hat sich hier eine Luke geöffnet, wo sich das nächste Juwel befindet. Und damit haben wir auch alle. Ist das nicht schön? Irgendwie habe ich auf irgendeine Weise ein Déjà-vu. Da ist die Katze wieder back. Und Luigi macht einfach nichts. Ich würde ganz eindeutig sagen, dass wir uns diesem Katzenproblem beim nächsten Mal stellen. Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und es würde mich auch mega freuen, natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Katzenjagd. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.